Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstmacht. Heute dreht sich alles um die Blaubeere. Ich möchte euch heute nämlich in dieser Folge einen Blueberry Cheesecake zeigen. Einen Blaubeerkäsekuchen ohne Boden. Der Blaubeerkäsekuchen ist ganz schnell zusammengerührt. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Rezept. Gramm Blaubeeren waschen und abtropfen lassen. Die mischen wir jetzt mit 3 Esslöffel Speisestärke. Die Blaubeeren stellen wir dann zur Seite. 500 Gramm Mascarpone und 500 Gramm Magerquark, 170 Gramm Zucker, eine Prise Salz, den Saft einer Zitrone, die Schale einer Zitrone, 6 Eier, 30 Gramm Mehl und 4 Esslöffel Sahne. Alle Zutaten werden jetzt miteinander verrührt. Und da geben wir jetzt noch die Blaubeeren hinein. Eine Springform mit 26 cm mit Backpapier auslegen und die Ränder mit Butter einfetten. Da kommt jetzt der Teig hinein. Etwas verteilen. Die Springform kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Umluft oder bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und damit der Kuchen nicht reißt, habe ich hier einen Tipp für euch. In die Fettpfanne unten geben wir Wasser hinein. Darüber das Kuchengitterrost. Und jetzt kommt der Kuchen darauf. Im Backofen herrscht jetzt eine hohe Luftfeuchtigkeit, die verhindern soll, dass der Käsekuchen einreißt. Den Kuchen lassen wir dann für ca. 1,5 Stunden backen. Hier ist noch ein Tipp. Nach ca. 30 Minuten hole ich den Kuchen einmal kurz aus dem Ofen. Nimm ein spitzes Messer und schneide einmal ringsherum um den Springformrand. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese 2 Tipps befolgt, reißt er nicht ein. Probiert es einfach mal aus. Wenn der Blueberry Cheesecake gebacken ist, lassen wir ihn einmal in der Springform komplett auskühlen. Danach bestreuen wir ihn noch mit Puderzucker. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr backt den Blueberry Cheesecake mal nach. Ihr werdet es nicht bereuen, er ist so schön cremig und fruchtig und schaut noch dazu hübsch aus. Vielen Dank, dass ihr bei meinem Rezept dabei wart. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bist du neu auf meinem Kanal und gefällt er dir, würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst. Wenn ihr mir alle nett kommentiert und einen Daumen hoch hinterlässt. Vielen Dank für eure Zeit. Hast du noch Lust auf ein weiteres Rezept? Wie wär's denn dann mit einem Nusskugelhupf aus Hefeteig oder ein leckeres Penne-Rezept in Käsesoße und mit frischen Kräutern? Findest du alles hier auf meinem Kanal. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstmacht. Servus!